Gut, ja, Strategiespielwahl ist vorbei. Warhammer hat gewonnen, indem ich da einige Leute noch abziehen musste, weil, ja, man sollte vielleicht nicht von derselben IP mehrfach voten, wenn man einen Weg findet, das ist eben so. Egal. Deswegen ist eine Amiga-Spielwahl. Es gelten dieselben Regeln wie im Prinzip immer. Ich habe 7 Spiele. Ursprünglich wollte ich 8 machen, beim nächsten Mal wären es 8. Aber ich hatte keine Lust, nochmal auszusuchen, nachdem der Emulator mich schon in den Wahnsinn getrieben hat. Ich hasse es manchmal. Wie gesagt, angemeldete Stimmen werden etwas höher gezählt. Mehrfach Auswahl ist erlaubt. Das heißt, man kann irgendwie hier so 5 Spiele auswählen. Und wer mir 5.000 € spendet, gewinnt. Was? Nein. Ist natürlich überhaupt nicht bestechlich und so. Ist eine Lüge, aber egal. Ja, das geht bis nächsten Samstag. Und da kommt dann auch gleich das Projekt und das wähle ich überhaupt, keine Ahnung. Wähl doch einfach mal der Patrizia. Das ist ein schönes Spiel. Da müsste eine 1 stehen, weil es der erste Teil. Egal. Das hat damals auch noch keinen gejuckt. Dann zeige ich jetzt noch kurz die Spiele und sage Wiedersehen. Bis zur nächsten Wahl, die vielleicht bald kommt, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Mal gucken. Gut, das erste Spiel, Officer Beholder 1, habe ich als Kind nie durchgespielt. Und die Grafiken der Gesichter passen nicht ganz. Ich weiß nicht so genau warum. Aber sonst. Vielleicht liegt es daran, dass ich einen Amiga 3000 statt 500er zusammengestellt habe. Oh Gott. Hier gibt es auch noch keine Karte wie bei neueren Spielen, oder? Gab es hier eine Karte? Ich weiß gar nicht. Ich kann campen. Ausruhen. Oh Gott. Das ist genau mein Schwierigkeitsgrad. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel überhaupt geht. Ich habe das nie durchgespielt. Oh Gott. Ich habe natürlich auch schon mal die richtige Gruppenzusammenstellung. Die Schwachen sind vorne und die Starken sind hinten. Perfekt. Ist aber ein tolles Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es durchspielen würde, wenn es gewählt wird. Vielleicht weine ich auch einfach nur ein bisschen. Das wäre auch möglich. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Spiel überhaupt geht. Hatte ich hier Ahnung, wie das geht? Gute Frage. Nächste Frage. Gut, Colonization. Eine modifizierte Version im Prinzip von Civilization. Oh, das habe ich immer gern gespielt, bis ich Kopfschmerzen hatte. Es ging bei den alten Sachen immer so schnell. Bei diesen tollen Bildschirmen, die einen die Netzhaut zerfressen haben. Und ich finde hier laufen Schätze. Ja, komm, Friedensvertrag brechen. Pff, Franzosen, als ob ich mit Franzosen kriege. Frieden. Franzosen ergeben sich. Klassisch. Oh Gott, oh Gott. Haben halt einfach nichts drauf, die Franzosen. England immer noch beste Nation. So wird mein Spiel auch mal aussehen. Dauert noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ich in dem Spielstand gemacht habe. Habe ich das jemals durchgespielt? Ja, bestimmt, aber nicht innerhalb von irgendwelchen Zeit, wo es noch Punkte gibt. Aber Colonization, denke ich, kennt man, oder? Wir werden natürlich keine Kaperschiffe benutzen, um Leute auszurauben. Gott, auf der Höchstschwierigkeitsstufe, das wird bestimmt total easy. So. Kurz den stinkenden Franzosen besiegt, machen wir auch wieder Schluss. Reicht. Gut, Patrizia, auch ein Spiel, das ich gerne gespielt habe. Musste hier ganz viele Lagerhäuser bauen, dann konnte man Scheiße machen. Das ist eine Handelssimulation für alle, die es nicht wissen. Also, gibt es Leute, die Patrizia nicht kennen? So, ich habe keine Ahnung mehr, was man wo wie einkauft. Also günstig einkauft und teuer verkauft. Wie viel Besatzung brauchte die? Hallo, lässt du mich mal heuern? Ah, nein, nicht eine Waffenschmiede, ich brauche. Hallo? Ach, da hinten. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Dinge. Ich weiß nicht mehr, wie viel Besatzung die Schiffe überhaupt brauchen. 10? Reichen 10? Ich habe nicht aufgehört. Also, ich weiß noch, dass man Brücke Wein kaufen kann. Gut, Kreier. Wobei, wenn ich kein schnelles Spiel mache, sollte ich vielleicht nicht so viel. Kann nichts kaufen, weil ich kein Geld habe. Gib mir mal einen Kredit. Vitalität, man nimmt einfach mal einen Kredit. Und bei 250 kann ich auch, glaube ich, nichts kaufen. 40% Zinsen. Ja, geil. Junge.
Ja, ich hatte Minus. Ich will doch nur was kaufen, so habe ich Aufnahme. Ja klar, hier noch mehr. Oh Gott, diese Zinssätze, Alter. Kann ich jetzt mal Wein kaufen? Ich kann einen Wein kaufen, geil. Boah, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass man so wenig Geld am Anfang hatte. Oder war das jetzt, weil ich kein schnelles Spiel mache? Egal, erstmal gewinnen hier. So, kaufen wir uns noch einen Trockenfisch. Geh nochmal beten. Also. Stimmt, man muss erst Weinwasser nehmen und dann kann man hier Abend zu Texten und ich nicht weiß, was sie heißen. Weil ich kein Latein kann. Ah, die Musik ist auch toll. Und man kann eine Menge Scheiße mit Hand. Warte mal, kann man das? Gab es da irgendwie eine Grenze? Neubau. Ja. Konnte man nicht mehr als 50.000 bauen? Jawohl. 10.000, perfekt. Kostet auch nichts. Egal. Tricia, tolles Spiel. Kann ich weiterempfehlen. Spielst du einfach mal selbst. Gut, neben Patricia noch ein Produkt aus Deutschland. Historyline. Habe ich immer irgendwann angespielt. Oh Gott. Das ist wie Advance Wars, nur ein bisschen älter. Jemand wollte doch, dass ich Battle Eye spiele. Die Steuerung ist so ein bisschen. Kann man das auch mit. Oh, man kann das auch mit Tastatur. Mit Pfeiltasten spielen. Das muss ich da gedrückt halten. Meine Maus ist dafür ein bisschen zu schnell. Mittlere Ari. Oh Gott. Ich habe sogar keine Ahnung. So, irgendwo konnte man noch Modus abbrechen. F1 Moduswechsel. Richtig, man hat sich erst bewegt und. Danke, dass du. Und dann durfte man schießen, wenn man es in Reichweite war. Kein Angriffsziel, ja. Und so musste man dann. Oh Gott, das ist genau mein Spiel. Ich sehe schon. Die KI macht gerade ihre Denkphase. Oh. Wie fragt ihr? Man sieht sogar, wie die KI sich bewegt. Das ist nur minimal cheaten. Leider nichts in Reichweite, das ich mal beschrieben habe. Aber ja, das ist etwas, wenn man merkt, dass die Mechanik ein wenig alt ist, aber sonst kann man das, glaube ich, noch halbwegs gut spielen. Es spielt übrigens im Ersten Weltkrieg. Oh Gott. Wählt doch lieber Patrizia. Ich glaube, hier muss ich weinen, wenn ich das auf beiden Seiten die Kampagne durchspielen muss. Oh Gott. Warum nehme ich immer solche Spiele zur Wahl? Gut, Hero Quest, das Spiel, das ich als Kind nie hinbekommen habe, weil ich wusste nicht so genau, was ich überhaupt tun muss. Und das Schöne war auch, die Texte waren in Englisch, auch wenn es die deutsche Version war. Und ach, konnte ich nach Türen suchen, du suchst auf jeden Fall nicht. Beziehungsweise die Missionsbeschreibungen waren in Englisch. Kann ich auf dasselbe Feld wie ihr gehen? Nein, kann ich durch die Treppe gehen. Ich kann aber einfach wieder gehen. Oh, hatte er nicht den Zauber mit dem. Ah ne, der Elf hatte das, glaube ich. Nein, durch den Fels gehen, hier ist es. Damit konnte man aus der Map rausgehen, das war toll. So, machen wir jetzt mal die Tür auf. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen älter, man merkt es. Jetzt kann man durch die Wand gehen. Das Problem ist, man hat diesen Zauber, glaube ich, nur ein einziges Mal, ja. Und wenn man jetzt irgendwie aus der Karte rausgeht, dann ist man halt aus der Karte draußen. Es ist großartig. Es ist großartig.
glaube, ich müsste hier mal raus. Ne, hier kann ich nicht rausgehen, aber es gibt so Außenwände, dann steht man aus so einem einzelnen Ding und kommt nie wieder raus. Man. Oh Gott, ich würde das sowas von nicht schaffen. Ich will mal angreifen. Man muss ja auch nicht alle mitnehmen, glaube ich. Ich hätte vielleicht sowas programmieren sollen, das ist einfacher. Ich weiß auch, dass die Gegner teilweise echt scheiße... Soll das so, dass die mich nicht angreifen? Frag nicht, akzeptiere es einfach. Und tschüss. Ah, was ein Scheiß. Gut, auch ein schönes Spiel ist Kenfall. Man hat so eine gewisse Anzahl an Soldaten. Wie hat man da geschossen? Rechts, okay. Und muss dann so eine lustige Mission erfüllen und hoffentlich dabei nicht alle seine Rekruten verlieren. Und Mission 1 ist erstaunlich einfach. Ah, das habe ich auch ewig nicht mehr gespielt. Kann ich das überhaupt noch? Hier ist ein Victory. Oh, die Musik ist aber toll. Nee, gut befördert, toll. Und die Ladezeiten sind sehr gut. Natürlich nur echt mit Mamiya. Also, ach stimmt, er kommt glaube ich jede Runde irgendwie dazu. Wenn man keine mehr hat, ist man Game Over. Ich bin mir gar nicht mehr sicher und die Ladezeiten sind ja ein bisschen... Ah! Es ist nicht installiert, merkt man. Es hat das überhaupt ein Installationsding? Ich glaube, das hat erst der zweite Teil. Egal. Schönes Spiel, Go for it. Ja, geil. Stimmt, die Karten werden dann auch komplexer. Überraschenderweise. Und die Wegfindung ist ein bisschen beschissen. Hat er doch auch irgendwie noch so Raketen oder sowas? Ach, Raketen, braucht kein Mensch. Ich habe Maschinengewehr. Ich habe das irgendwie schwerer in Erinnerung. Okay, das sind die ersten Missionen. Ich fällt gerade auf, dass ich ein Fenster aufnehme, ich Idiot. Nee, egal. Gut, A-Type. Ich glaube, die Musik ist zu laut. Kann die Musik in A-Type zu laut sein? Ich weiß nicht. Ich glaube, das kennt man, oder? Also das muss es, das ist jetzt. Das Original war für C64, bin nicht mehr sicher. Ich würde jetzt sagen, ich spiele alle drei Teile, wenn ihr das hier wählt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den ersten Teil schaffe. Ich habe das früher auf dem Gameboy vor allem gespielt und ich habe sehr viel... Also, ich bin sehr viel gestorben, um es mal so zu sagen. Ich weiß auch, dass das Spiel später unlustig wird. Ja, richtig, ein Treffer ist man tot. Das ist eines von diesen Spielen. Ah. Vielleicht spiele ich erstmal nur das durch, bevor ich sage, ich spiele alle. Ja. Oder hätte ich jetzt voll Bock drauf? Aber ich weiß, das ist sehr schwer. Oh Gott. Warum? Ich fliege erst durch den Boden und sterbe dann. Auch schön. Und dann geht mal, ey. Gott.